Willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen mal wieder auf der PlayStation 4 A Plague Tale Innocence. Ein Spiel, auf das ich mich sehr, sehr freue, weil ich jetzt erst gemerkt habe, dass es auch wieder von das Focus Interactive, ich glaube, so hieß das, ne? Die auch Technomancer gepublished haben. Und ja, langsam mag ich diesen Publisher, Schrägstrich, weiß nicht, ob die auch selber entwickeln, keine Ahnung. Mag ich langsam immer mehr, muss ich sagen. Ich habe schon einige Spiele jetzt gespielt von denen. Mars Warlocks war auch so ein Ding. Und Bound by Flame habe ich mir jetzt auch noch besorgt gehabt. Das will ich auch auf jeden Fall nochmal zocken. Fangen wir mal an. Wir haben hier schon einen Spielstand, weil ich für die Einstellung muss ich halt Spielstand anlegen, aber gespielt habe ich tatsächlich selber noch gar nicht. Jetzt will ich noch mal kurz gucken. Grafik. Mit der Helligkeit. Ich sehe trotzdem hier kein Bild. Das ist komisch. Ich hoffe, es ist trotzdem alles dann hell genug. Ich habe es ein bisschen heller gemacht. Fangen wir einfach mal an. Ich bin gespannt. Audioausgabe, Kopfhörer passt. Das normale Spielerlebnis. Alle Anzeige- und Oberflächenelemente werden eingeblendet. Die meisten Anzeige- und Oberflächenelemente werden ausgeblendet. Dieser Spielmodus erfordert mehr Aufmerksamkeit. Ich habe keine Aufmerksamkeit. So stört ist das ja auch nicht. Das Erbe der Runs. Das ist bestimmt französisch. De Rune. Ja, ich lade und ich lade und ich lade, lade, lade. Kann sein, dass es hier etwas hallt, weil ich momentan woanders zocke. Tatsächlich Frankreich. Amicia, wie willst du denn den Herrschaften bei der Jagd folgen? Das sind also deine Pläne für mich? Ich soll folgen. Ich werde voranreiten und sie Staub schlucken lassen. Aber dafür brauche ich ein gutes Pferd. Du drängst mich schon so lange zu diesem Spaziergang. Warum hier? Der Baum. Welcher Baum? Der Apfelbaum, Vater. Ich möchte die Ritterprüfung nochmal absolvieren. Den Ritterschlag? Aber du bist keine 10 Jahre mehr, Amicia. Oh, bitte, Vater. Ich habe mich gut darauf vorbereitet. In Ordnung. Dann mal los. Oh, Obert. Ich folge dir gleich. Was passiert, wenn ich jetzt hier zurückrenne? Das könnte unsere Burg da hinten sein. Okay, es geht nicht. Erstmal natürlich wieder alles erkunden. Möchte nicht wissen, wenn die damals wirklich so eine Frisur noch getragen haben, was bestimmt passt, wie lange die daran gesessen haben. Okay, überall unsichtbare Wände. Wuff. Sieh dir mal Leon an, das Raubtier aus Gayenne strotzt vor Kampfeslust. Dein Raubtier denkt wie immer mit seinem Magen. In der Hinsicht ist es dir nicht unähnlich. Vorsicht, Fräulein. Los, Leon, du wirst Beute finden. Ich glaub an dich. Mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Lass uns weitergehen. Wobei ich nicht ganz verstehe, warum sie die Pferde da gelassen haben. Ich meine, das ist ja jetzt noch so ein Weg, wo man mit dem Pferd durchkäme. Sieh mal, die Schleife deiner Mutter ist immer noch da. Hier habe ich ihr den Hof gemacht. Ja, Vater, ich weiß. Wenn sie doch nur mitkommen könnte. Wir haben alle unsere Verpflichtungen, Amicia. Du weißt, in einer Familie... Hey,
Ich versuche dir etwas zu sagen. Welch große Autorität, Ritter Derun. Na los, und bring zur Abwechslung mal etwas zurück. Also, wo war ich gerade? Wir alle haben Verpflichtungen. Ich verwalte diese Ländereien. Deine Mutter kümmert sich um deinen Bruder. Und du? Ich bekomme dich kaum zu Gesicht, von Mutter ganz zu schweigen. Hör mal. Jetzt sind wir doch zusammen. Folge mir, Töchterchen. Hey, warte. Ich hoffe, du hast die Schleuder dabei. Natürlich. Also dann. Wagst du es, das Tor der Prüfung zu durchschreiten? Amicia Derun kennt keine Angst. Dieser Apfelbaum wurde zu deiner Geburt gepflanzt. Er wird zeigen, was in dir steckt. Werter Ritter, wie lauten die Regeln der Prüfung? Die heiligen Äpfel des heiligen Apfelbaums wurden vom großen Bösen verdorben. Wenn du 6 der verdorbenen Äpfel zerstörst, bis ich bis 10 gezählt habe, schlage ich dich zur Retterin. Ich nehme die Herausforderung an. Da drüben neben dem Stamm liegen ein paar Steine. Hol sie und gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Ich habe das Dumpfifisch jetzt nicht schaffen in 10 Sekunden. Bereit. Ich beweise dir, dass ich kein Kind mehr bin. Gut, komm zurück. Stell dich hinter diesen Stamm. Von dort wirst du schießen. So soll es sein. Also ich weiß ja nicht, wie alt sie jetzt ist. Ich würde mal vermuten, so, keine Ahnung, irgendwas 10 bis 14 im Dreh. Dafür ist der Baum ja schon gewachsen. Halte L2 gedrückt, um mit deiner Schleuder zu zielen. Dann mal los. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Weiter so, Amicia. 6, 7, 8, 9. Ich sag ja, ich schaff's nicht. Und 10. Nicht schlecht. Aber deine Schleuder macht einen Heidenlärm. Er war ein Geschenk von dir. Oh ja, hatte ich fast vergessen. Meine Güte, was hat er denn? Er hat wohl einen Hasen gerochen. Hinterher, schnell! Lauf, ich hole mir noch ein paar Steine. Ich komme nach. Du bist viel schneller als ich. Hinter er. Ein Jagdhund darf seinem Jäger nicht davonlaufen. Leon! Wo ist der hin? Ah, da bist du ja. Was hast du gewittert? Lieber Himmel, ein Wildschwein. Braver Hund. Hat er was gefunden? Psst, sieh mal, ein Wildschwein. Schöne Beute. Das reicht für ein kleines Festessen. Vielleicht nehme ich meine Schleuder. Das könnte funktionieren, aber du musst näher ran. Bleib unten und versteck dich im Gras. Es trinkt. Das ist meine Chance. Du musst dich anschleichen. Ziel auf seinen Kopf. Na los. Okay, ich muss noch irgendwie rausfinden, wie man den Wurf dann abbricht. Aber wie soll ich denn auf der... Du musst auf den Kopf zielen. Ja. Ich versuch's ja. Ich will den Braten auch. Ich weiß. Du schaffst das, meine Kleine. Da bist du ja. Dub dich ins Gras. Runter.
lässt dich der Hunger immer so genau zielen? Ha! Der Braten ist dir doch noch nicht serviert. Nein, nein, nein! Schnell, Leon, nicht die Spur verlieren! Heute Abend speisen wir wie Könige, das verspreche ich. Daran zweifle ich natürlich nicht. Nicht aufgeben, Leon! Ich hätte gedacht, er steht jetzt noch da. Okay. Ich komme, Leon! Wenn du es aufhältst, bekommst du auch ein schönes Stück. Das Wildschwein. Es blutet. Aber hätte ich da nicht gerade auch links, rechts lang laufen können? Wie sieht denn das wirklich hier aus? Oh nein, meine Füße werden einsinken. Und die Musik wird auch so düster. Er bellt nicht mehr. Er muss es gefunden haben. Nee, aber wenn ich da runterspringe, da komme ich doch wieder in den Nightmare, oder nicht? Die Hose war so gut wie neu. Das wird Ärger geben. Die Bäume. Wer war das? Leon, komm her! Das ist das Wildschwein. Aber Leon war das bestimmt nicht. Leon! Komm her! Leon! Leon! Ich bin hier! Ich komme! Oh oh. Teufelei. Wir müssen weg. Leon. Sofort. Nein. Ich werde eine Jagd organisieren. Geh zu deiner Mutter. Ich muss mit ihr sprechen. Sie kümmert sich. Ganz sicher um Hugo. Ja, natürlich. Amicia. Er war ein guter Hund. Wo sind die Bolzen zur Verstärkung der Tür? Ich habe sie noch nicht fertig. Hast du gehört, dass die englischen Truppen unterwegs sind? Das war natürlich kein schöner Anfang. Amicia, wie war der Spaziergang? Später, Flor. Sag den anderen, dass sie vorerst nicht in den Wald gehen sollen. Ich werde es ihnen sagen. Ich gehe mal davon aus, dass wir da auch rein müssen. Die neuen Bolzen müssen warten. Gibt es eigentlich Neuigkeiten aus der Stadt? Alle sind nervös. Einige wurden in der Nacht gebissen. Dahinter stecken sicher die Engländer. Und warum sollten Engländer andere Leute beißen? Weiß nicht, um unsere Moral zu untergraben? Okay, wir gehen gleich nochmal zum Schmied gucken. Konnte ich da gerade was aufheben, oder? Ja, Steine wieder, okay.
Seid gegrüßt, Mademoiselle Amicia. Also 4 Angestellte haben wir auf jeden Fall schon mal. Oder Bedienstete. Oh, Mademoiselle Amicia, ihr seid zurück. Theo, es gab einen Notfall. Hol die anderen und sprich so schnell wie möglich mit meinem Vater. Sehr wohl. Oh, ich habe ein paar Ziele für eure Schleuder hinter den Ställen aufgehängt. Oh, danke. Schon mal 5. Was haben wir hier? Da bist du ja. Ich hab dich überall gesucht. Eine Pfeife. Okay, die Schleuder wird also noch ein sehr wichtiges Spielelement scheinbar. Wenn schon da steht, dass die Gegner betäubt, aber betäubt nur, ne? Das heißt, man hat auch nur eine gewisse Zeit, dann irgendwie vorbeizukommen. Die von Theo erwähnten Töpfe. Wozu habe ich meine Schleuder? Ach, das waren hier, Ah, so, wenn ich L2 wieder loslasse, dann schießt sie auch nicht mehr oder schleudert nicht mehr. Trophäe erhalten, mehr Übung. Aber ach, Leon, wäre ich nur schneller bei dir gewesen. Was auch immer dir das angetan hat, ich hätte es getötet. Na, das glaube ich nicht. Shit, beim Apfelbaum hätten wir bestimmt auch ein Achievement bekommen, ey. Oder eine Trophäe, ist es ja hier. Mist, das ärgert mich. Ob ich auch... Ach, hier darf ich wieder nicht ziehen, okay. Na gut, dann würde ich sagen, geht's hier in der nächsten Folge wieder weiter, Spitze. Bedanke mich. Bitte bedanke mich. Bis dann.